Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Wunder, Ihr Magazin für mehr Wissen. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Gesundes Gold in Gefahr. Eine Milbe bedroht die Honigbiene. Honig. Sehr lecker und auch sehr gesund. Das ist bewiesen. Wir Deutschen verputzen davon rund 140 Millionen Gläser pro Jahr. Doch der Honig, der könnte bald sehr knapp werden, denn der Produzent des Honigs, die Biene, ist in ernsthafter Gefahr. Seit 50 Jahren ist Udo Kellner Imker aus Leidenschaft. Doch in letzter Zeit ist der 59-Jährige auf seinem Kontrollgang von Sorgen getrieben. Sorgen um seine Bienen. Ein Schädling bedroht die Bienenvölker. Die sogenannte Varroa-Milbe hat sich ausgebreitet. Vor 25 Jahren brachten sie Bienenhändler aus Asien nach Europa. Heute sind alle Bienenvölker in Deutschland von dem gefährlichen Parasiten befallen. Um festzustellen, wie stark der Milbenbefall ist, kontrolliert Udo Kellner die sogenannte Windel. Diese Plastikschale dient als Abfallbehälter im Bienenstock. Dreck wird hier genauso gesammelt wie tote Milben. Die Kontrolle ist eindeutig. Im Stock vermehrt sich die Varroa-Milbe sehr stark. Auf den ersten Blick wirkt sie unscheinbar. Aber diese Milbe bedeutet für ein Bienenvolk den Tod. Der Nachwuchs verkrüppelt, das Volk stirbt. Ich habe im letzten Jahr 58 Völker eingewintert und habe durch die Varroa 18 Völker verloren und habe 40 Völker ausgewintert. Und auch diese Völker waren nicht in dem Zustand, in dem ich sie eigentlich erwartet habe. Das heißt, sie waren geschwächt. Und wir sehen hier auf dieser Windel, es sind wieder Varroen vorhanden. Und ich muss meine Völker behandeln, sonst erlebe ich im nächsten Frühjahr das gleiche Drama noch einmal. In seinem Kampf gegen die Varroa-Milbe bekommt der Imker Unterstützung von Dr. Werner von der Ohe. Der Leiter des Niedersächsischen Landesinstitutes für Bienenkunde in Celle beschäftigt sich seit Jahren mit der Milbe. Das Institut besitzt mehr als 500 Bienenvölker. Alle ohne Ausnahme befallen von der Varroa-Milbe. Milben sind Blutsauger. Diese Parasiten sind gerade mal Stecknadelkopf groß und sehr flach. Erwachsenen Bienen kann die Milbe kaum etwas anhaben. Anders dagegen dem Bienennachwuchs. Milben nisten sich auf den Larven ein und legen Eier. Die Folge: die geschwächte Bienenlarve kann sich nicht richtig entwickeln und verkrüppelt. Alleine schon durch das Blutsaugen wird diese Larve in Mitleidenschaft gezogen und es kann zu Entwicklungsstörungen kommen. Aber zusätzlich können eben diese Varroen auch noch Krankheitserreger übertragen. Und diese Krankheitserreger, sehr häufig Viren, sorgen zusätzlich dafür, dass Entwicklungsstörungen auftreten, dass vielleicht eine Larve sich weiterentwickelt zur erwachsenen Biene, aber dann zum Beispiel deformierte Flügel aufweist und so eben kein normales Leben mehr führen kann. Sind viele Jungbienen verkrüppelt und damit arbeitsunfähig, ist das gesamte Volk in Gefahr. Anfang diesen Jahres waren knapp 40% aller Bienenvölker in Deutschland so stark befallen, dass sie starben. Der Grund? Die europäische Biene kann sich nicht gegen die Milbe wehren. Nun ist die Varroa-Milbe vor gut 25 Jahren hier nach Deutschland gekommen und auf eine Biene gestoßen, die sich eben noch nicht daran anpassen konnte und sie überhaupt gar keinen Kontakt zur Varroa-Milbe vorher hatte. Und hier ist jetzt die Zeit einfach von diesen gut 20 Jahren noch längst nicht ausreichend, als dass sich Wirt und Parasit aneinander anpassen können. Die Verluste unter den Bienenvölkern zeigen schon jetzt erste Folgen. In diesem Frühjahr wurden weniger Blüten als sonst bestäubt. Das führt zu Einbußen in der Obsternte und der Honigproduktion. Um an ihre Nahrung, die Pollen und den Nektar zu kommen, vollbringt jede einzelne Biene Höchstleistungen. Sie fliegt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometer von Blüte zu Blüte. Mehr als 1000 Mal muss sie für ein Gramm Honig ausfliegen.
und dabei mehr als 10.000 Nektar spendende Blüten besuchen. Den Nektar sammelt die Biene in ihrem Körper, in der sogenannten Honigblase. Wieder im Stock angekommen, gibt sie den Nektar an eine Stockbiene weiter. Dazu presst sie ihn zu ihrem Rüssel und fügt aus einer Drüse im Kopf einen Enzymcocktail hinzu. Bis zu 100 Mal wandert der Nektar von Biene zu Biene und wird dabei langsam in Honig verwandelt. Denn jedes Mal, wenn wieder eine Biene den Nektar weitergibt, entzieht sie ihm Wasser und setzt Enzyme hinzu. Erst der fertige Honig wird von den Bienen schließlich in Waben gefüllt, als Nahrungsvorrat für den Winter. Diese Vorratshaltung nutzt der Imker. Mehrmals im Jahr kann er den Honig ernten. Udo Kellner ist mit der Honigproduktion seiner Bienen zufrieden. Trotz Varroa-Befall liefern seine Bienen einen guten Ertrag, von guter Qualität. Denn Milben sind nur in den Waben der Larven. Diese Honigwaben sind milbenfrei. Um an den süßen Saft zu kommen, muss Udo Kellner aber erst die Waben öffnen. Vorsichtig entfernt er die Wachsschicht. Erst danach setzt er die Waben in die Schleuder. Mit bis zu 400 Umdrehungen pro Minute werden die Waben in dieser Maschine bewegt. So presst die Fliehkraft den Honig heraus, die Wachszellen werden dabei nicht zerstört. Aus der Schleuder fließt nun der fertige Honig. Er muss nur noch gesiebt werden und kann dann abgefüllt werden. Deutschland ist nach Griechenland das Land mit dem zweithöchsten Honigkonsum. Aber Menschen lieben schon seit Jahrtausenden das süße Gold. Dabei waren die Anfänge der Imkerei vor gut 10.000 Jahren nicht ganz ungefährlich, denn Bienen leben eigentlich in Baumhöhlen. Der Honig im Inneren ist schwer zu erreichen. Schnell lernte der Mensch jedoch, die Bienen an sich zu binden und den Honig sicher zu ernten. Schon vor gut 3.000 Jahren nutzten unsere Vorfahren den Honig. Die Germanen erfinden einen Honigtrank, das Met. Zur gleichen Zeit verwenden die Menschen in Ägypten ihn zur Schönheitspflege. Baden in Milch und Honig für gesunde Haut.